Die DHV-News vom 27. Januar 2023. Gras aber fair. Plan B. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ich bin zurück im Studio, freue mich, wieder hier meine gewohnte Umgebung zu haben und nicht selber die Umgebung basteln zu müssen. Ihr freut euch hoffentlich auch. Und es geht los mit meinen Vorbemerkungen. Und zwar zuerst einen Aufruf mitzumachen bei einer Umfrage einer Studentin, die in Zusammenarbeit mit dem IFT und anderen Instituten mehr herausfinden will über CBD-Konsumenten. Also alle, die in irgendeiner Weise CBD-Produkte konsumieren, mögen doch bitte an dieser Umfrage teilnehmen, um da eben mehr Erkenntnisse zu bekommen, ja, worum es eigentlich geht bei der ganzen Geschichte sozusagen. Und es vorwegzunehmen, ja, die Leute, die immer sagen, ja, da werden jetzt irgendwelche Evil-Kapitalisten wollen kostenlos Datensätze abgreifen oder so. Also hier geht es nicht um eine Medizinstudie von irgendeinem Konzern, sondern eben tatsächlich um eine Studentin, die ihre Masterarbeit darüber macht und sich für CBD interessiert. Und ja, eben auch im Zusammenhang mit IFT, was der deutsche Knotenpunkt zur Meldung an die Europäische Drogenbeobachtungsstelle ist, also auch regierungsnah. Man kann also dann davon ausgehen, dass also Erkenntnisse durchaus auch von regierungsnahen Stellen zur Kenntnis genommen werden. Und das kann auch nicht schaden, sag ich mal, ja, wenn die dann irgendwie ein bisschen mehr Verständnis dafür haben, was jetzt ein CBD-Konsument ist. Der Link dazu in der Videobeschreibung, wie üblich. Und noch ein Link in der Videobeschreibung zum Video von LIEB e.V., unserer Partnerorganisation für die Legalisierung von alles sozusagen, die Gesetzeshüter gegen Prohibition. Da wurde ein Video gemacht von einer Besprechung, wo der Professor Kai Ambos zugeschaltet war, Staatsrechtler unter anderem, der über Europa gesprochen hat und so weiter, ja, die ganzen rechtlichen Fragen. Und dabei habe ich ihn auch gefragt, wie das mit dem Bundesrat aussieht und die Frage, ja, die auch immer noch von Einzelnen diskutiert wird, ob jetzt eine volle Legalisierung von Cannabis zustimmungspflichtig ist im Bundesrat oder nicht. Die Antwort ist eindeutig ja, so wie ich das hier schon die ganze Zeit verkünde sozusagen. Ja, aber schadet ja nichts, das nochmal zu untermauern und sich zurückzuversichern. Und in dem Fall eindeutige Antwort. Schaut euch das an, wenn es euch interessiert. Link in der Videobeschreibung. So, zum Thema hart, aber fair. Neuer Moderator, alter Gesundheitsminister, alter Lauterbach, der da wieder mal unterwegs war. Es gab viel Debatte im Vorfeld, im Netz, auf Twitter und so weiter, ja, wo das heiß diskutiert. Ich habe die Sendung selber gar nicht gesehen. Ich habe den Luxus, ja, dass ich mir hier einen Zusammenschnitt angucken konnte. Und war aber positiv überrascht, muss ich sagen. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das irgendwie noch ein paar schöne Stellen mit sich bringt. Ja, das hätte auch eine total beknackte Diskussion werden können, wie das manchmal so ist. Ich finde aber tatsächlich, Lauterbach hat da ein paar Sternstunden gehabt. Aber auch ein paar Fails. Ja. Eigentlich wollte ich das gar nicht bringen hier, aber das fand ich dann doch so nett irgendwie, dass ich dachte, ein bisschen Lauterbach haue ich euch doch mal um die Ohren. Aber zunächst mal zu seinen Fails, ja, die er nach wie vor ja bringt. Er erzählt ja manchmal auch Blödsinn, ja, und unter anderem auch, dass Cannabis eine Einstiegsdroge wäre, da wieder fallen lassen. Ja. Manchmal ist er auch beratungsresistent. Ja. Das ist ja schon auch eine Sache, die seit Jahrzehnten von der Wissenschaft durch die Bank weg irgendwie nicht bestätigt wird. Nur von Nichtwissenschaftlern immer wieder ins Spiel gebracht wird, dass Cannabis eine Einstiegsdroge wäre. Also da hat er immer noch irgendwie den Pfeil im Kopf. Aber was ich noch viel schlimmer finde an Fail in der Sendung, ist Folgendes. Der Schwarzmarkt versucht gerade bei jungen Leuten mit super hohen THC-Dosen schnell eine Abhängigkeit hinzubekommen. Es werden zum Teil toxische Dosen also angestrebt. Ja, das ist natürlich völliger Unsinn. Ja. Toxische Dosen THC in Schwarzmarktgras, das gibt es nicht. Ja. Also es gibt keine toxischen Dosen THC, die überhaupt man in so einer Blüte unterbringen könnte. Na, da müsste man riesige Mengen irgendwie konsumieren, die man gar nicht konsumieren kann. Also das ist Blödsinn. Ja. Es geht halt tatsächlich offensichtlich darum, dass der Unterschied zwischen synthetischen Cannabinoiden und THC nicht verstanden worden ist, weil die sind ja wirklich auf dem Schwarzmarkt unterwegs. Insofern auch ein richtiges Argument gegen den Schwarzmarkt und für die Legalisierung, dass man da saubere Ware hat. Aber es hat jetzt nichts mit dem hohen THC-Wert zu tun. Ja, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja,
Aber trotzdem, insgesamt muss ich sagen, ist das mit Abstand der beste Auftritt von Lauterbach, den ich im Zusammenhang mit Cannabis je gesehen habe. Ja, meistens finde ich ihn ja arg wirr irgendwie. Man fragt sich ja, was will er jetzt sagen? Irgendwie komische Sätze und so weiter, unkonzentrierten Eindruck und ja, mäßig konsistent in der Argumentation. Aber da waren ein paar wirklich gute Sachen dabei, wo auch dem Blume von der CSU ordentlich Paroli gegeben hat. Das hat teilweise richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Ja, mal ein so eine Stelle zeige ich euch. Der Cannabiskonsum ist ja da. Er ist ja da und es wird immer mehr. Beim Alkohol geht es runter, Cannabis geht hoch, auch in Bayern. Und Bayern jetzt? Wird immer mehr Cannabis verwendet. Somit ist es nicht so, wir führen nicht in Bayern den Cannabis ein, sondern sie kriegen ihn nicht in den Griff. Ja, sehr schön durchargumentiert, sage ich mal, ja, ohne allzu große Äs und Hms und Pausen und so weiter. Ja, das ist wirklich cool gewesen. Und ähnlich dann nochmal mit einer ähnlichen Argumentation, ja, dass eben nicht darum geht, eine neue Droge einzuführen, noch ein zweiter Ausschnitt. Wir müssen doch leben mit dem Problem, was wir nicht in den Griff bekommen. Es wird mehr konsumiert, der Stoff ist unrein und wir haben eine riesen Drogenkriminalität. Da kann man doch die Augen nicht zumachen. Wir müssen uns dann ernsthaft mit der Lösung des Problems beschäftigen und da kann die Legalisierung ein wichtiger Schritt sein. Ja. Und die Nicht-Politiker in der Runde lasse ich mal weg sozusagen, die waren sowieso weitgehend unbekannt, werden vermutlich jetzt auch keine große Rolle mehr spielen in der weiteren Diskussion. Nur ein Politiker war ja noch dabei und zwar von der CSU, der Markus Blume. Wissenschaftsminister ist der, habe ich eben nochmal nachgeguckt, ja, was echt ein Witz ist bei dem, was er da erzählt hat. Da geben wir euch nur einen kleinen Zusammenschnitt der Argumente, ja, die er gebracht hat, damit ihr auf jeden Fall wisst, was ihr von der CSU zu erwarten habt. Da will man dann neuen Suchtmitteln den Weg öffnen. Wir haben doch keinen Mangel an Drogen in unserem Land, als der Staat sich am Drogenmarkt beteiligt. Diese Vorstellung halte ich für ziemlich absurd. Der Herr Lauterbach will, was die liberale Drogenpolitik angeht, die Niederlande quasi noch links überholen. Die Selbstverständlichkeit, mit der Sie hier der Verharmlosung von Cannabis das Wort reden. Ich würde mir einen Gesundheitsminister wünschen, der wirklich das Thema Prävention und Gesundheitsschutz an erste Stelle stellt und nicht Wege findet, wie man für die Jugend den Zugang zu Cannabis legalisiert. Nächstes Thema. Plan B. Das ist eigentlich das Thema dieser Sendung und schwelt natürlich schon länger. Das ist eben die Frage, was passiert, wenn Cannabis doch nicht legalisiert wird? Ja, alle zweifeln so ein bisschen dran und zunehmend, egal wen man fragt, egal wo man hinguckt, auch innerhalb der Community oder gerade da gibt es jede Menge Leute, die sagen, ja, die schaffen das sowieso nicht oder die wollen das eigentlich gar nicht und so weiter, die rechnen gar nicht mehr mit einer Legalisierung, inklusive Fachgeschäften und so weiter. Aber die ganze EU-Rechtsfrage, die war ja von Anfang an auch so ein Damoklesschwert und Lauterbach hat ja selber schon immer davon gesprochen, dass er da kein Gesetz vorlegen wird, wenn die Union dagegen ist, die Europäische Union. Gleichzeitig hat er aber eben diesen Prozess angestoßen, die Union überzeugen zu versuchen. Ja, die Europäische Union, Europäische Kommission genauer genommen, wird dazu auch so ein Gutachten in Auftrag geben. Und da sind eigentlich die Signale von ihm jetzt selber auch positiv, hat er letztens im Weltinterview sogar nochmal extra gesagt, dass er da also denkt, dass das funktioniert, dass er ein Okay kriegt von der Europäischen Kommission. Ist er also zuversichtlich. Und trotzdem ist natürlich die Frage, wird in der Regierung auch über andere Möglichkeiten nachgedacht, wenn die Europäische Kommission jetzt endgültig sagt, nein, unserer Meinung nach ist die Legalisierung nicht mit dem europäischen Recht vereinbar. Und natürlich wird darüber nachgedacht, ja, ist vollkommen klar. Der Tagesspiegel hat jetzt die Diskussion endgültig in großem Umfang eröffnet, sozusagen, indem er da alle möglichen Gerüchte zusammengetragen hat, die eben aus Regierung und Politik und so weiter irgendwie zusammengetragen hat. Es gibt ja jede Menge Leute, die andauernd irgendwie jetzt danach bohren und fragen und so weiter. Ich gehöre selber auch zu denen, ja, sozusagen. Und er hat mal irgendwie die ganzen Erkenntnisse, die er da hat, der Autor zusammengefasst und die Gerüchte sozusagen zusammengefasst. Und das läuft eben darauf raus, dass es eben sehr intensiv über Plan B nachgedacht wird oder mehrere Pläne B und was man jetzt da wohl machen will. Und da kommt eben auch bei durch in dem Artikel, dass manche damit gar nicht mehr rechnen, ja, dass überhaupt die Legalisierung durchsetzbar ist und dass die kommt und irgendwelche anderen Wege vorschlagen und so weiter. Jetzt will ich da ein bisschen für Verständnis werben, ja, dass das so ist. Und ich finde es selbstverständlich, dass da Pläne B diskutiert und besprochen werden und auch, dass die jetzt nicht großartig kommuniziert werden.
Ja, beides ist richtig. Einerseits würde jeder sagen, ja, wie können die so blauäugig sein und nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn die Legalisierung nicht kommt. Natürlich denken die darüber nach. Ja, die wären ja total bescheuert, wenn sie es nicht machen würden, wenn offensichtliche Fallbeile im Prinzip über der Legalisierung hängen. Bundesrat kommt ja auch noch ins Spiel, ja, wo durchaus sein kann, dass das eben nicht funktioniert. Und dann muss man sich eben überlegen, was man dann macht. Logisch wird darüber nachgedacht und ich wäre auch irgendwie der Regierung vorzuwerfen, wenn sie es nicht tun würde. Ja, das würden wir alle irgendwie irrsinnig finden. Gleichzeitig ist aber auch verständlich, dass das jetzt nicht so nach außen getragen wird, sondern eben gesagt wird, okay, nee, wir streben die vollständige Regulierung des Marktes an. Das ist die richtige Lösung. Nur die löst die ganzen Probleme der Prohibition mit dem ganzen Dreck auf dem Schwarzmarkt und den Kriminellen und so weiter und so fort. Und das stimmt ja auch. Ja, das ist natürlich auch unser Ziel vom Hanfverband, eine vollständige Marktregulierung und keine halbgaren Lösungen. Da wollen wir natürlich auch hin. Ja, und wir haben die Chance nach wie vor. Es ist noch nicht vorbei, das Spiel sozusagen. Und egal, wie groß man die Chancen jetzt einschätzt, sagen wir 20-30% Chance vielleicht nur, dass die Bundesregierung das durchkriegt gegenüber der EU, dann ist das eine viel größere Chance, als fast alle anderen Länder der Welt im Moment haben. Ja, wir wären bescheuert, wenn wir diese Chance nicht ergreifen würden und nicht versuchen würden, das durchzubringen. Und ja, entsprechend ist das weiterhin offiziell der Plan sozusagen und die Marschrichtung der Bundesregierung. Und egal, wie man fragt, ja, Lauterbach hat das bestätigt. Und ich komme auch gleich nochmal dazu, wer noch. Auf jeden Fall ist das die Marschrichtung. Und wenn sie jetzt anfangen würden, im Prinzip alle möglichen Alternativen und Varianten und so weiter gleichberechtigt auf den Tisch zu legen und öffentlich zu diskutieren, ja, dann wäre jetzt schon die Legalisierung tot. Ja, das wäre bescheuert. Also insofern mal in Richtung zu diesem Artikel, ja, wer den mal liest und sich denkt, ist jetzt schon alles vorbei oder ist nicht vorbei, ja, bleibt nach wie vor eine Gratwanderung, ja, bleibt nach wie vor unklar, ob das Ganze wirklich funktioniert am Ende und an allen möglichen Hürden vorbeigetragen werden kann. Aber es wird weiterhin versucht und ist weiterhin das Ziel. Und auch aus strategischer Sicht ist das aus Ampelregierungssicht eigentlich notwendig und sinnvoll, diese Nummer durchzuziehen, auch mit dem Gesetzentwurf, der jetzt kommen soll, den wirklich vernünftig fertig zu machen, so gut sie können, den nach Europa zu schicken und so weiter und so fort, versuchen das durchzusetzen. Weil nur dann können sie letztendlich, wenn sie scheitern, klar machen, woran es gescheitert ist. Wenn sie jetzt im Prinzip von vornherein schon irgendwas anderes machen, ja, dann sind sie selber gescheitert mit ihrem Projekt, dann haben sie selber verbockt und versemmelt. Ja. Aber wenn am Ende dann irgendwie klar wird, ist kein Weg an der EU vorbei, ja, was ich bezweifle, oder ist kein Weg am Bundesrat vorbei, was ich für durchaus möglich halte, dann ist aber eben auch klar, die Ampelregierung kann nichts dafür. Sie hat alles getan, um die Legalisierung durchzuziehen. Und es gibt andere Faktoren, die da offensichtlich noch im Weg stehen und mit denen wir uns befassen müssen. Ja, Union im Bundesrat oder eben auch europäische Ebene, ja, was natürlich viel komplizierter ist. Aber dann ist auf jeden Fall klar, es ist nicht die Schuld der Ampelregierung. Und wenn es dann zu dem Punkt kommen sollte, ja, dass sie es wirklich nicht schaffen, dann haben Sie im besten Fall tatsächlich auch einen optimalen Plan B in der Tasche, der so weitgehend wie möglich trotzdem die Situation zumindest für die Konsumenten entspannt. Ja, also regt euch nicht auf, wenn da nicht jetzt irgendwie von vornherein sämtliche Alternativen auf den Tisch gelegt werden. Trotzdem natürlich auch nach wie vor aus meiner Sicht ist es ein Fehler, dass Sie nicht vorzeitig entkriminalisiert haben und es auch jetzt nicht vorhaben. Ja, Sie sollten das tun, das fände ich auf jeden Fall sinnvoll. Weil eben in der Zeit, in der jetzt hier rumgewartet wird, Hunderttausende von Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten durchgezogen werden, die nicht nötig wären, die man schnell in einem kleinen ersten Schritt im Prinzip hätte erledigen können. Das wollen sie nicht, sie wollen alles im Gesamtpaket machen. Okay, ja, halte ich für einen Fehler, aber ist irgendwie halt eine Strategie, die sie fahren, ja, weil sie sagen, so dazu zerfusseln irgendwie, dann kommen wir auch nicht vorwärts. Bescheuert wäre halt nur, wenn am Ende gar nichts mehr rauskommt, ja, und das ist denen hoffentlich auch bewusst. In dem Zusammenhang nochmal auch Plan B-mäßig und Entkriminalisierung und so weiter. Der Hinweis, gerade kurz vor der Sendung kam die Nachricht rein von Atish Gürpina von den Linken, die ja netterweise auch nochmal eine Legalize-Opposition im Bundestag sind. Der hat ja einen Antrag gestellt zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten, also genau so ein Plan B im Prinzip. Und der bekommt eine Anhörung. Am 15. März hat er jetzt gerade geschrieben, also gar nicht mehr so lange hin. Am 15. März gibt es eine Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten. Da bin ich auch gespannt drauf, wie sich da die Diskussion entwickelt. Und ja, vielleicht führt das ja tatsächlich auch irgendwo hin. Ja, mal sehen. Dann kommen wir zu Blinerts Jahrespressekonferenz, wo er im Prinzip die wesentlichen To-Dos
seine Abteilung für dieses Jahr skizziert hat. Und ja, man hat sich ein bisschen gewundert ja im Vortrag so, dass da relativ wenig von Cannabis die Rede war und viel von anderen Substanzen, auch von legalen Drogen, von den Gefahren durch Alkohol und Tabak. Er spricht auch immer davon, dass der Paradigmenwechsel, den er immer vor sich herträgt, eben nicht nur Cannabis betrifft, sondern auch die legalen Drogen. Absolut sinnvoll im Grunde, ja. Da eben auch da mehr Einschränkungen zu fordern und zu sagen, ja, mit der ganzen Werbung da für Alkohol und Tabak, das macht überhaupt keinen Sinn, da müssen wir zurückschrauben und so weiter. Das sind Themen, an die wir ran müssen. Auch ein paar drogenpolitische Reformprojekte, die absolut sinnvoll und richtig sind. Zum Beispiel das Problem anzugehen, dass in Bayern gar keine Drogräume existieren, ja, und dadurch unnötig Leute sterben auch in Bayern. Oder Drug-Checking, ja, auch eine Sache, die vielen unter Nägeln brennt und wo man sich schon lange fragt, wieso geht es nicht vorwärts an der Stelle, auch über Cannabis hinaus oder insbesondere andere Substanzen, Partydrogen, Pillen und so weiter, ja, dass man checken lassen kann, was ist da drin. Und Drug-Checking steht ja auch im Koalitionsvertrag, ist auch ein wichtiges drogenpolitisches Reformprojekt, wo er jetzt nochmal irgendwie darauf hingewiesen hat, dass er dieses Jahr tatsächlich erwartet, dass da was passiert. Ja, wieder eine Sache, auf die wir tatsächlich auch checklistmäßig gucken können, ob sie das geregelt kriegen, mal zur Abwechslung. Schnell, ja, in diesem Jahr. Mal sehen. Ist ja jetzt nicht ganz so ein Riesenprojekt wie Legalisierung. Alles gute Hinweise, alles schön. Aber, ja, relativ wenig Cannabis. Trotzdem ein bisschen kommt aber dann rüber. Ja, und ich gehe mal gleich wieder weiter zum Thema, wie wird dieses Jahr jetzt verlaufen und brauchst du einen Plan B oder nicht und so. Da geht es erstmal um den Zeitplan, den Zeithorizont und den ersten Ausschnitt. Die Eckpunkte liegen seit Ende Oktober 2022 vor. Jetzt wird am Gesetz geschrieben. Ein erster Entwurf soll bis März vorliegen. Und parallel spricht die Bundesregierung mit der EU-Kommission. Denn dass ein solcher Prozess seine Zeit braucht, zeigt der Blick ins Ausland. Kanada hat 3 Jahre gebraucht. Die Niederlande werden allein für ihr Modellvorhaben länger benötigen. Und es kann Ihnen auch keiner versprechen, dass auf diesem Weg immer alles nach Plan verläuft. Dazu ist das Vorhaben, und darauf habe ich auch immer hingewiesen, komplex und hat viele Aspekte, die bedacht werden müssen. Wir sind gut im Plan, was wir uns vorgenommen haben, in dieser Legislaturperiode in der Frage von der Regulierung von Cannabis ein großes Stück nach vorne zu kommen. Ja, also ihr habt gesehen, ja, wesentliches Stück nach vorne kommen, das ist merkwürdig zurückhaltend formuliert und passt gut zu dieser ganzen Debatte, Tagesspiegel und so weiter. Ja. Glaubt ihr überhaupt noch dran an die Legalisierung in dieser Legislaturperiode? Habe ich mich in dem Moment auch erstmal gefragt, ja, wie gutes Stück vorwärts kommen. Ich denke, die wollen umsetzen und nicht irgendwie nur ein Stückchen dahin vorwärts kommen irgendwie. Da kam dann auch prompt eine Nachfrage aus dem Publikum dazu. Ja, ist das Koalitionsziel gefährdet und so weiter? Antwort ist nicht gefährdet. Ja, also sehr knappe Antwort, ja, nö, ist nicht gefährdet. Bums, ne? Irgendwie, das war natürlich zu wenig, da kann man gleich die nächste Nachfrage und der nächste Ausschnitt. Ist das Ziel des Koalitionsvertrages aus Ihrer Sicht gefährdet, wenn Sie sich so vorsichtig ausdrücken? Wir gehen in der Frage einer neuen Politik im Umgang mit Cannabis einen ganz neuen Weg. Ich sehe das Ziel des Koalitionsvertrages nicht gefährdet. Mit was für einem Zeithorizont rechnen Sie denn, wenn der Gesetzesentwurf im Parlament ist und wenn die Parlamentsarbeit losgeht? Ich habe Ihnen mal gesagt, diese Frage kann ich nicht seriös beantworten. Wir haben es uns vorgenommen in dieser Legislaturperiode. Ich kann diese Neugierde schon verstehen von manchen, die gerne ein konkretes Datum haben wollen, die ganz konkret genau wissen wollen dann. Ich habe immer gesagt, es ist komplex. Wir müssen das Step by Step machen und auf die Steps, auf die wir uns verständigt haben und was wir jetzt vor uns haben, in der Abwägung aller Fragen, ist seriös. Und da hat der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auch einmal deutlich gemacht, eigentlich, bis wann was auch passiert, genau in diesen Steps auch. Ich glaube, das ist die richtige Botschaft oder die richtige Antwort auf diese Frage, ab wann gibt es denn vielleicht das erste Cannabis im Laden, sondern wir klären die Fragen, so wie sie jetzt auch kommen. Wir sind aber im Zeitplan, so wie wir es uns im letzten Jahr gemeinsam eben auch dazu verständigt haben. Ja, also auch Blinert sagt, wie Lauterbach, Sie sind im Zeitplan. Sie werden das Projekt weiter verfolgen. Nach Plan, Legalisierung ist weiterhin Ziel der ganzen Nummer. Und Sie sind zuversichtlich, dass Sie das schaffen.
Zum Zeitplan, Lauterbachs Zeitplan, den Blinert hier erwähnt, ja, und nicht aber weiter nicht skizziert. Nochmal der Hinweis auf unser Video hier im Kanal mit Konstantin, der genau diesen Zeitplan skizziert hat in kurzer Zeit, 2,5 Minuten oder so, wo mal eben erklärt wird, ja, aber wie soll das jetzt weitergehen? Am Ende kommt noch die Frage, was Blinert denn davon hält, die Entkriminalisierung vorzuziehen, weil sich ja jetzt abzeichnet, dass das Ganze noch ewig dauert und so weiter. Ja, so ein Dreivierteljahr oder so wird man wohl noch mindestens rechnen müssen, selbst wenn alles super gut läuft. Das steht aber offensichtlich nur intern zur Debatte. Ja, er will weiterhin den großen Wurf haben und sagt eben nach wie vor, jetzt, wir haben da nicht vor, das irgendwie zu entkoppeln. Wobei die Frage ja auch tatsächlich so war, ja, wenn es jetzt so lange dauert, wollen sie dann nicht entkriminalisieren vorher? Ja, eine interessante Frage wäre auch gewesen, wenn es scheitert, die Legalisierung, was machen sie denn dann? Sind sie denn dann für Entkriminalisierung ohne Fachgeschäfte? Weil das würde ja gehen ohne EU und Bundesrat. Aber die Frage kam halt nicht. Ja, hat er Glück gehabt sozusagen. Konnte er sozusagen bei seinem Gesamtpaket Wording bleiben. Was aber noch so ein Aufreger war im Netz, jetzt kommen wir mal weg von dieser ganzen strategischen Planerei und Zeitplan und so, ja, so können wir so ein paar Teile, die ich herausnehmen aus der Pressekonferenz. Und das erste war die Aufregung, da er gesagt hat, der Blinert, Cannabiskonsumenten wären ja entkriminalisiert. Ja, was sie ja nicht sind, ja, und deswegen fordern wir ja andauernd, dass sie entkriminalisiert werden. Und dann gucken wir mal, was hat er denn tatsächlich gesagt. Um auf die erste Frage einzugehen, das ist die Frage von Legalisierung von Cannabis. Ist eine Frage, die nicht neu aufgerufen wurde durch diese Koalition. Das Bundesverfassungsgericht hat schon vor vielen Jahren ja deutlich gemacht, dass der Eigenkonsum straffrei ist. Wir haben unterschiedliche Werte in den Bundesländern. Wir haben diese Debatte aber unreguliert. Wir akzeptieren, dass wir Situationen haben, dass der Konsum auf der einen Seite im Eigenverbrauch straffrei ist, in der Regel, auf der anderen Seite aber beleuchten wir nicht die gesamte Lieferkette, wie man das hier heute bezeichnet, vom Anbau über den Handel, Vertrieb hin bis zu dem Konsumenten. Ja, danach hat er eben noch das Beispiel genannt von Holland, dass da eben auch nur entkriminalisiert wäre und der ganze Markt nicht richtig organisiert und so weiter. Und dass das ja kein optimales Modell wäre. Zumindest zum Glück hat er nicht mit der blöden Gewaltkriminalität argumentiert, die ja angeblich durch die Coffeeshops in Holland kommt, ja, was ja ein totales Fake-Argument ist von Rainer Wind und Co. Aber worauf ich raus will, Blinert hat ja hier jetzt nicht unbedingt darauf abgehoben, dass ja überhaupt kein einziger Konsument mehr verfolgt wird, sondern eher systematisch argumentiert im Sinne von, ja, wir haben ja schon diese geringe Menge Regelungen, ja, Strafverfahren werden eingestellt, doch relativ viele bei bis zu diesen kleinen Mengen da, ja, wenn auch nicht alle, natürlich, ne, sie sind nicht vollständig entkriminalisiert. Und ein Strafverfahren zu haben, selbst wenn am Ende keine Strafe ausgesprochen wird, der Ganze eingestellt wird, ist ja trotzdem eine Kriminalisierung. Ja. Und er hat ja auch nicht gesagt, sie sind entkriminalisiert, sondern sie sind eben weitgehend straffrei. Ja. Sie werden jetzt nicht unbedingt bestraft. Was natürlich auch fragwürdig ist, ja, und nicht in jedem Fall stimmt, aber von der Systematik her eben. Ne, es gibt diese geringe Menge Regelungen und der Staat hat da eine gewisse Toleranz gegenüber den Konsumenten, sorgt aber nicht dafür, wie sie jetzt da irgendwie versorgt werden mit Ware sozusagen, mit ihrem Genussmittel Cannabis. Und dass das eben schizophren ist, darauf will er ja raus im Prinzip. Und ich denke, dass er das hier auch so gemeint hat. Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt plötzlich auf einmal so weit umschwenkt und sagt, ja, das ist ja überhaupt kein Problem mit der Entkriminalisierung der Konsumenten. Zumal er ja selber vor der Wahl noch einen Artikel unterschrieben hat, wo drin stand, Entkriminalisierung der Konsumenten in 100 Tagen. Ist er nie wieder drauf eingegangen seitdem, ja, warum auch immer. Ja, ist auch irgendwie komisch. Aber hier weiß ich nicht, da würde ich jetzt nicht unbedingt draus schließen, dass ihnen die Kriminalisierung der Konsumenten überhaupt nicht mehr bewusst ist. Zum Thema THC-Obergrenzen nochmal ein kleiner Ausschnitt. Wenn wir über die Risiken des Cannabiskonsums reden, müssen wir auch über THC-Werte reden, die zurzeit auf dem Schwarzmarkt häufig auch mit angeboten werden, weil natürliches Cannabis auch mit synthetischen Cannabinoiden häufig versetzt oder eben bedampft wird und dadurch ein höherer THC-Wert zum Beispiel auch erreicht wird. Ja, boah, schon wieder der Quatsch. Ja? Also genau dasselbe, wie eben Lauterbach gesagt hat. Der THC-Wert wird auf dem Schwarzmarkt erhöht durch synthetische Cannabinoide dann auch noch irgendwie. Das ist einfach
Blödsinn, ja. Ich frage mich, wie kommen die da drauf? Beide erzählen auch dasselbe. Ja, wer brieft denn die Leute eigentlich? Ja, das ist doch, man muss doch, also nach einem Jahr Drogenbeauftragter, muss man unterscheiden können zwischen synthetischen Cannabinen und THC. Das ist wirklich zum Fürchten. Und daraus dann zu fordern, ja, wer der Schwarzmarkt synthetische Cannabinoide hat und die gefährlich sind, dass es auf dem legalen Markt eine THC-Obergrenze geben muss, ja, das ist totaler Quatsch. Wobei natürlich die Debatte um THC-Obergrenzen irgendwie schon eher fachlich nachvollziehbar ist. Ja, es gibt ja schon irgendwie einen Haufen Hinweise von Wissenschaftlern, die sagen, extrem potente Ware ist jetzt bei jungen Konsumenten möglicherweise ein Risikofaktor. Na, ich bin trotzdem nicht dafür für eine THC-Obergrenze, weil die können sich auch woanders was Starkes besorgen. Aber zumindest so könnte man ja argumentieren. Ja, aber mit den synthetischen Cannabinen auf dem Schwarzmarkt, Cannabinoiden, auf eine THC-Obergrenze auf dem legalen Markt zu schließen, ist ja wirklich absurd. Und dann sagt er zum Thema THC-Obergrenzen noch was. Natürlich ist Cannabis, hat eine Obergrenze, die man durch Züchtung eigentlich nur erreichen kann. Durchschnittliches Cannabis in Deutschland, natürliches Cannabis, was erhältlich ist, hat einen THC-Wert von 12 bis 13 zurzeit. Ja, also warum bringt er diesen Durchschnittswert von Marihuana im Zusammenhang mit einer THC-Obergrenze? Was vielleicht damit sagen, dass man in dem Bereich eine Obergrenze einführen sollte? Und was heißt hier natürliches Produkt? Ja, also natürliches Cannabis. Haschisch ist auch natürliches Cannabis. Ja, das sind halt die abgeklopften Pollen und hat in Berlin im Durchschnitt 20%. Das heißt aber, die andere Hälfte sozusagen, ja, ganz grob vereinfacht, sage ich mal, die Hälfte des Marktes ist oberhalb von 20% bei Haschisch. Und es gibt auch andere Konzentrate, die alle natürlichen Ursprung haben und natürlich sind, ja, die eben konzentriert sind, aber eben nicht irgendwie synthetisch und auch nicht so, dass einzelne Cannabinoide rausgezogen werden. Da kann man auch diskutieren, wie sinnvoll das ist. Aber solange ich einen Gesamtpflanzenextrakt habe und dann dadurch der THC-Wert relativ hoch ist, ist das natürliches Cannabis. Ja? Also bin ich gespannt, wie er da weiterkommen will mit seiner Argumentation, dass eben, er kann nicht argumentieren, natürliches Cannabis hat nur 15%. Das funktioniert halt nicht. Dann noch so eine Kleinigkeit aus der Pressekonferenz. Er will keinen Drogen- und Suchtbericht mehr vorlegen, der gute Herr Blinert, nach einer Tradition von bald 20 Jahren. Mit dem Paradigmenwechsel ist auch eben verbunden, wir verzichten auf den Drogenjahresbericht, wo viele Zahlen ja auch zusammengefasst wurden. Ich glaube, es ist angebracht, in der heutigen Zeit Zahlen und Verbindungen, Verknüpfungen auch digital zur Verfügung zu stellen, damit man schnell an Informationen kommt, die man braucht, um die Situation in Deutschland eben auch zu bewerten. Also nochmal Achtung an alle, die seit vielen Jahren diese ganze Szenerie da mit mir zusammen auch vielleicht verfolgen, wo man immer jedes Jahr mal so die Nachricht hat, Drogen- und Suchtbericht ist wieder erschienen. Das ist vorbei. Ja? Bei der guten Frau Ludwig war es ja so, dass das eher zum Ludwig-Bilderbuch verkommen ist, sozusagen, wo andauernd auf jeder zweiten Seite war Frau Ludwig abgebildet, wie sie hier zu Besuch ist und da zu Besuch ist und so. Eher so eine Imagebroschüre ihres Fachreferats. Ja, und jetzt hat Blinert gesagt, wir brauchen mehr Online-Informationen. Das hat er an anderer Stelle der Pressekonferenz mal ausgeführt. Er will wissenschaftliche Erkenntnisse schnell aufbereiten und zwar auch so, dass sie für jeden einfach zu erfassen sind und gut zu erkennen sind und so weiter. Da hat er aber vermutlich auch mal bei der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle vorbeigeguckt, die das sehr viel besser machen als alle deutschen Institutionen, ja, die da wirklich Wert drauf legen. Die sind ja auch ein Informationszentrum sozusagen, ja, viel mehr als jetzt der Drogenbeauftragte. Aber die Idee, da vorwärts zu kommen und das Ganze ein bisschen interaktiver aufzubereiten vielleicht und so weiter, ist sicherlich nicht verkehrt. Und dass er stattdessen jetzt den einmal im Jahr gedruckten, dicken Wälzer da irgendwie weglässt, okay, kann man drüber reden. Da ist aber auf jeden Fall eine Information, die man da erstmal im Pressekonferenzbuch finden muss. Für mich auf jeden Fall total relevant und vermutlich auch für die Leute, die den alternativen Drogen- und Suchtbericht zusammenstellen, seit etlichen Jahren mittlerweile, weil eben lange Zeit durch die unionsgeführten Gesundheitsminister und merkwürdigen Drogenbeauftragten nur Blödsinn im Regierungsbericht stand oder viel, ja, und hat da ein bisschen eine andere Sichtweise mit ins Spiel kommen sollte. Jetzt ist es gar kein alternativer Drogen- und Suchtbericht mehr, wenn es den echten gar nicht mehr gibt. Da bin ich gespannt, was die Kollegen dazu sagen. Aber vielleicht ist es auch eine Aufwertung. Ja, wenn das dann der einzige Drogenbericht ist, der im Jahr erscheint, vielleicht kriegt er dann noch mehr Aufmerksamkeit. Jedenfalls kein Drogen- und Suchtbericht mehr. Und das Letzte, was ich noch erzählen wollte oder rausnehmen wollte, ist, dass der Konsultationsprozess fortgesetzt werden soll.
Damit wir hier vorankommen, will ich in diesem Jahr auch gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium den Konsultationsprozess unter dem Motto Cannabis aber sicher, den wir im letzten Jahr begonnen haben, auch in diesem Jahr fortsetzen. Ja, schön. Beim letzten Mal waren wir ja auch wild dabei als Handverband. Ihr erinnert euch, diese 5 ganztägigen Hearings, die da stattgefunden haben, das war wirklich inhaltsschwer, sag ich mal. Ja, da wurde ernsthaft alles Mögliche diskutiert. Und ich freue mich auf eine Fortsetzung, weil das eben auch heißt, es geht endlich mal weiter mit der inhaltlichen Debatte. Und wir gehen immer mehr in die Details, bis am Ende hoffentlich ein guter Gesetzentwurf dasteht. So, jetzt genug Schnipselgeballer. Jetzt kommen noch ein paar Kurzmeldungen. In Australien haben ein paar Aktivisten die Oper, die berühmte in Sydney, angestrahlt mit Cannabis-Botschaften, mit einer 420, auch ein paar andere Brückenpfeiler und so, ein bisschen Beamer-Aktionen gemacht. Das erinnert stark an unsere Aktion im Wahljahr, wo wir auch Scholz an die SPD-Zentrale gebeamt haben. Insofern, ja, schöne Sache mit der Beamerei. Dann haben wir Rubax, die Nachricht von der Verbraucherzentrale, jetzt offiziell. Das ist schon lange ein Ärgernis mit der Firma Rubax, die Cannabis Samenöl, also dieses Pflanzenspeiseöl im Prinzip, ja, hochwertiges Öl natürlich, aber Speiseöl, was normalerweise im halben Liter verkauft wird, in einem Mini-Fläschchen mit Pipette, mit Tropfen verkauft in der Apotheke für einen unglaublich hohen Preis und suggeriert, dass das ein CBD-Produkt ist. Ja, die Firma wird es jetzt abweisen, aber jetzt, ich beziehe mich jetzt auf die Verbraucherzentrale, die eben sagt, ja, die selber sagt, dass die Leute denken, das ist ein CBD-Produkt wegen des hohen Preises und dieser Aufmachung, ja, und ist ein extrem überteuerter Preis. Rubax ist kein CBD-Öl, wenn ihr das in der Apotheke stehen seht, ja, sondern Salatöl quasi, das könnt ihr auch irgendwie billiger in größeren Einheiten haben. Dann der Bierpreis versus Jointpreis. Die Bild-Zeitung hat endlich durchblicken lassen, worum es eigentlich in dieser ganzen Debatte geht, in der ganzen den Kampf der Alkoholiker gegen die Legalisierung von Cannabis. Ja, es geht um den Preis. Sie sehen einfach nicht ein, dass möglicherweise ein Joint preiswerter sein könnte als ein Bier in der Kneipe. Ja, da gehen die voll auf die Barrikaden und da werden Preisvergleiche gemacht. Ja, was kostet jetzt ein Joint in Kalifornien und in Uruguay und was könnte der in Deutschland kosten und was kostet da jeweils ein Bier in der Kneipe? Ja, und da großer Skandal. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, das ist eigentlich das Problem. Ja. Das könnte sein, dass ein Joint billiger ist als ein Bier. Ja, und zuletzt noch ein kleiner Ausschnitt. Ein Ausschnitt habe ich noch von unserer Ortsgruppe Regensburg, dem Sprecher Andrea Di Bello, der im Fernsehen war. Cannabis ist im Betäubungsmittelgesetz fehl am Platz, weil es überhaupt nicht die Risiken birgt wie andere Substanzen, Heroin und Kokain. Es ist ein Stoff, mit dem Millionen Deutsche täglich sicher umgehen können. Eine Entkriminalisierung ist überfällig. Ja, und das war natürlich eine extrem elegante Überleitung zu den Terminen, die mal wieder lauter Ortsgruppentermine sind. Und zwar Freitag, 27. Januar, 19 Uhr, Würzburg, Treffen der Ortsgruppe. Dann Online-Treffen Ortsgruppe Thüringen, Donnerstag, 2. Februar. Auch 2. Februar in Karlsruhe, Treffen der Ortsgruppe. 5. Februar, sonntags, Bamberg, Treffen der Ortsgruppe. In Heidelberg, hybride Sitzung, Montag, 6. Februar. Hamburg, Stammtisch, 9. Februar. Und Online-Treffen der Ortsgruppe in München, auch Donnerstag, 9. Februar. Und das war's für heute. Liked dieses Video. Abonniert die Glocke, drückt den Kanal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.